Grunde, und das ist wieder ein Zug meines Lebens, ist irgendwie, dass ich vielleicht gar nicht so viel zu sagen habe. Dass meine Bilder, die sollen auch nichts sagen. Ich will mit meinen Bildern nichts sagen. Ich will mit meinen Bildern auch nichts, boah, ey, toll. So gar nicht so, ne? Nee, das vielleicht ist das, was ich an meinem Persönlichkeitszug jetzt widerspiegelt, oder was meine Persönlichkeit widerspiegelt in diesen Bildern. Eigentlich will ich gar nichts sagen. Ich will nur was machen. Schon immer seit 25 Jahren beginne ich mit Euphorie, jedes einzelne Bild, mit wilden Gesten, mit wilden Formulierungen, mit Gedanken im Kopf, die da heißen Licht, Wasser, Akte, Figuren vor Fenster, Figuren in Räume oder Wasserspiegelungen und. Dann male ich an diesen Themen und irgendwann rücken die immer, immer weiter weg und werden mir immer, immer wieder unwichtiger. Mir ist es gar nicht mehr wichtig, dass man erkennt, was es mal war. Dass man erkennt, dass es mal ein Kopf war oder eine nackte Frau war oder eine Landschaft war. Dieses Verschleiern, aber dieses konsequente Verschleiern mit Farbschlieren, mit heller Farbe, das ist so für mich gerade, das ist das, was mich gerade so in meinem aktuellen Ton sowas bewegt. Mein Leben war immer so ein bisschen Versuch und Irrtum. Ich hab nie geruht. Sei es, dass ich mir die Ziele in der Pädagogik gesucht habe, oder die Ziele in der Kunst gesucht habe, oder die Ziele im Begründen einer Familie gesucht habe. Es war immer mit viel Bewegung verbunden und viel Begeisterungsfähigkeit verbunden. Und diese gleiche Begeisterungsfähigkeit habe ich jedem meiner Themen, die mich so in der Malerei begleitet haben, auch entgegengebracht. Und jetzt ist alles so da. Verstehst du, was ich denn meine? Jetzt habe ich alles so. Im Grunde habe ich auch jedes Bild schon mal gemalt. Eigentlich strebe ich jetzt nach Ruhe. Also im positiven Sinne. Ich bin jetzt nicht deprimiert oder so. Ich strebe nicht zwingend nach neuen Bildern, nach neuen tollen Effekten, farblichen Sensationen. Ich strebe so ein bisschen nach der Ruhe. Vielleicht, dass ein Schimmer noch zu ahnen ist von dem, was ich gemacht habe oder was ich gedacht habe. Aber genauso wichtig ist, dass alles in so einem Grund verschwindet. Ein Bild, das Energie von unten durchbrechen lässt nach oben, das ist gut. Ein Bild, das was von der Energie des Lebens, das ist wie im Leben, ein alter Mensch, der jetzt nicht nur verödet vom Fernseher sitzt, der noch Leben in sich hat, was der für eine Energie und für eine Ausstrahlung mit sich herumträgt. Und die zeigt er auch, wenn er ruhig sitzt oder wenn er nur spricht. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade in meiner Malerei so sehe. Es ist für alle schon mal gesagt worden,
meine Malerei irgendwie, Mensch, die gab es auch schon mal, natürlich. Aber ich musste sie und ich will sie für mich nochmal formulieren und ich muss sie nochmal sagen. Und dieser Zwang, jetzt etwas radikal Neues zu schaffen, Mensch, das unterdrückt uns doch alle. Du willst ja auch Kunst studieren, du musst nochmal für dich deine Formulierung finden. Und ob es die schon mal gegeben hat vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren, ist doch egal. Das beanspruche ich für, oder habe ich für mich auch beansprucht. Versuche, meinen Weg zu gehen und, wie ich sage, mein Viereck mit dem zu füllen, was mich umtreibt. Jetzt nicht. Sieht nicht gut aus.